In der Champions League messen sich die besten Fußballer der Welt. Es gibt aber auch eine Königsklasse der Drohnenpiloten. Und die findet das Jahr zum ersten Mal in der Schweiz statt. Genauer zu Rapperswil. Die Gelegenheit nützt die Hochschule Rapperswil, um zu zeigen, wie weit sie in Sachen Drohnenentwicklung ist. Daniel Sager. Drohnen bedeuten momentan für viele vor allem Spiel und Spass. So auch am Grand Prix beim Schloss Rapperswil. Fast schnell fürs Auge, nämlich mit bis zu 160 km pro Stunde, flitzen hier die kleinen Drohnen einen 600 Meter langen Parcours ab. Da fliegen die besten Drohnenpiloten der Welt. Es geht um die Teamweltmeisterschaft. Wie sagt es aus? Also jeder Pilot hat eine Videobrille an und er kriegt Live-Übertragung von seiner Drohne auf die Videobrille. Und die fliegen dann da zu 8 gleichzeitig einen dreidimensionalen Track. Und der erste im Ziel kommt weiter, K.O.-System. Dass Rapperswil momentan ganz im Zeichen der Drohnen steht, nützt auch seine Hochschule aus. Die HSR ist stark in die Forschung und Entwicklung von unterschiedlichen Drohnenarten involviert. Sie stellt darum bis morgen ihre neuesten Entwicklungen der Öffentlichkeit vor. Da wird klar, dass Drohnen nicht nur Spiel und Spass bedeuten können. Der Flugroboter hier zum Beispiel kann im Team mit einer anderen Drohne autonom ein Gebiet auf gefährliche Stoffe absuchen. Die erste Drohne trägt einen Sensor, in diesem Fall einen Strahlungssensor, der nach schwach radioaktiven Quellen sucht. Wenn er eine Quelle gefunden hat, dann merkt er sich die GPS-Koordinate, kehrt dann zurück. Und die zweite Drohne trägt ein Markierungsmittel, fliegt genau zu dieser markierten Koordinate, wirft dort die Markierung ab, sodass dann die Öffentlichkeit weiß, hier besser nicht herangehen, beziehungsweise auch die Rettungs- und Räumkräfte wissen, hier müssen wir ran. Auch eine autonome Lieferdrohne, die vom Empfänger per Geste gesteuert werden kann, hat HSR mitentwickelt. Für den Forschungsleiter der Hochschule ist klar, dass Luftdrohnen in Zukunft immer wichtiger werden. Dass wieder Platz auf den Strassen immer enger wird. Wir müssen aufgrund der Mobilitätsanforderungen und Wünsche, die wir heute haben, einfach in eine dritte Dimension gehen. Jetzt kann man in die Erde runtergehen, das ist komplizierter in die Luft, da wissen wir langsam, wie es geht. Drohnen sind für viele zwar immer noch vor allem Spiel und Spass, in Zukunft werden uns die fliegenden Mini-Helfer im Alltag aber wohl immer häufiger begegnen.